Yo Leute, ich bin's wieder Dave von der Kantokrille mit Albea von der Kantokrille und herzlich willkommen zurück hier im Monster Try Walkthrough. Wir machen hier weiter in der Dingens, wie heißt das eigentlich hier? Arena. Okay. Und hier die zweite Quest, Schwierigkeitsgrad, ein Sturm gegen Kuhpeko Teamjagd. Ja, bei Kuhpeko Teamjagd ist es sinnvoll, wenn der eine ein SNS nimmt, da er da zum einen eine Pitfall Trap hat, also eine Fallgrube mit Fassbomben, und der andere ein GS nimmt, also das werde ich sein. Weil das der GS einfach großen Schaden macht und wir eine Flash haben, die ich gleich am Anfang schmeißen werde. Außerdem hat der Kurzschwertkrieger noch hier die Fähigkeit. Ja. Wie heißt es noch gleich? Lähmung, oder? Ja, die Waffe. Nein, Großraum meinst du. Ja, Großraum. Und die Waffe macht die Waffe. Ja, und die Waffe lähmt eben, somit könnt ihr das Biest mit hochnehmen. Und es mit etwas Glück unter 3 Minuten zu erschaffen, oder 3 Minuten 1 oder so. Also, da gehen richtig gute Rekorde. Und die Qualifikationszeit liegt bei 4 Minuten. Ja. Wenn wir versuchen, das unter Qualifikationszeit zu schaffen, kann sein, dass wir es nicht schaffen, kann es so schaffen. Ich schmeiß einfach eine Flashbomb. Ich muss mir allerdings erst sehen. So, jetzt. Hat natürlich hier nicht funktioniert. Funktioniert natürlich nie, wenn wir es brauchen. Das ist unser Try ein Problem gewesen. Was ist das? So. Kopf wäre besser gewesen, oder? Passt auf. Er soll versuchen, am besten den Kopf zu treffen, sonst durch diesen Rumpf hier, der ist auch recht anfällig. Sack. Ja. Wir werden es nachher, wenn es in der Flashbomb ist, spenden. Und nicht bei der Pitfall Trap, weil man da mehr Schaden machen kann. Vor allem mit Großschlag, wenn man den ganzen auf den Kopf haut. Hier einfach Vorsicht vor Kuchen. Wie viel hast du überhaupt von den Flash? Eine. Da sind wir im Rückschlag. Aber da habe ich noch eine Schockfeuer. Dieses Mäulchen ist viel zu einfach. Sogar ich bekomme das hin. Was macht der denn? Also ich muss sagen, die Steuerung, mit der ich spiele, ist wirklich saumäßig, ey. Ja, aber nur mit dem, dann mit dem Controller. Also ich kann so mit dem Ding jetzt ganz gut steuern. Mit dem Flash Controller Pro, wenn man es halt wieder gewohnt ist aus dem Spiel, ich nicht oft mit GS. Und los, ich schärfe den Zug, okay? Ich schärfe danach und danach mache ich den. So. Ich schärfe danach liegt die Fallgrube. Nein, du meinst die Bomben. Die Fallgrube. Die Bomben. Danach die Bomben, in der Fallgrube. Ja. Also, wer liegt jetzt die Fallgrube? Nein, da liegt nicht die Bomben. Liegt die Bomben, wenn ich die Schockfalle mache danach. Okay, wie du meinst. Ich versuche mir weiter den Kopf zu attackieren. Versuchst du zu lernen in der Zwischenzeit. Nein, weil ich dir jetzt getrübt. So, man kann hier aufladen, mit etwas Lack den Kopf drücken, hoffen, ja. So, vorsichtig vor den Feuerattacken. So, ich place jetzt den Shocktrap. Da wäre schon mal die Bomben bereit. Ich sehe schon. So, der wird jetzt hier auf uns zugollumen. Und dann werden wir schnell die Bomben placen. Soll ich sie selber aktivieren? Ja, nein, aktiv machen. Geh weg. So, perfekt. Und der Kuhpeko wird wahrscheinlich gleich Geschichte sein. Wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich nochmal gleich geflasht, gestunt sein. Ja, das blockt man jetzt nicht. Das wird nicht gebracht, wir sind umgerannt. Also Bert könnte jetzt einen Trank trinken. Oder auch nicht. Ist egal, er hat so viel Leben. So, meine Waffenschaft ist dunkel. Meist sollte er da schon tot sein, bevor die Waffenschaft sehen. Echt? Ja. Nö, das ist zu wenig Arbeit leiste ich hier. So. Warum kommen eigentlich diese kleinen Bier? Das kotzt voll an. Das der doch, ist doch auch Arena. Der hat am Anfang geschrien. Das ist doch Arena. Das kommt, der kommt jetzt. Oh. Scheiß Steuerung verzieht sich immer so dermaßen. Wie man einen Trank gesagt. Ja, mach ich gerade. Dann tue ich schon Wettstein. Wie schön. Ich bring das kaum. Hast du schnell Schärfen drin? Ich muss da ewig lang schärfen. Ja, ich hab da schon Schärfen. Kuhpeko lassen die Kräfte. Gollum drum. Ich hab seinen Platz, sein Denk zum Platz gebracht, wie er jetzt geschrien hat, deswegen. Und wir haben die Quest geschafft. Ja. Mit der Zeit, oder? Hoffentlich. Wir haben 3 Minuten 45 gebraucht, das ist in Ordnung. Ja, ist auf jeden Fall unter der Zeit. Und 4 Minuten, 3 Minuten 44 ist nicht schlecht. Und ja, jetzt zeigt er nur First Mate hier, wie immer, Tutorial. Und wir hoffen, ihr könnt davon etwas herleiten, schauen, ob ihr es auch hinkriegt. Und ja. Schauen wir schnell, was wir mit der Belohnung bekommen. Quest erfüllt. Ja, die Belohnung bekommt man nur die Münzen, oder? Die Münzen kann man doch wieder Rüstungen herstellen, so wie in Unite.
aus diesen Münzen kann man machen. Oder Rüstung, ja. Und Zeit 5, wir bekommen 500 Z, wählen nächste Quest und wir sollen sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.